So, jetzt möchte ich noch beten und dann predigen. Herr, wir danken dir für dein lebendiges Wort und wir danken dir, dass du heute zu uns redest, dass du hier bist mit deiner Gegenwart, mit deiner Freude, mit einem offenen Himmel für uns, dass du jeden Einzelnen kennst hier in diesem Raum durch und durch. Du kennst uns besser, als wir uns selber kennen. Und das, danke, dass du jetzt mitten da reinredest in unsere Herzen, in unsere Situation und dass du uns begegnen möchtest. Wir begrüßen dich und öffnen unser Herz für dich. Grüßen dein Wort, wollen es hören und tun in deinem Namen, Jesus. Amen. So, der Predigtext für heute steht im Markus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 28 bis 34. Markus-Evangelium, also im Neuen Testament. Das Neue Testament beginnt mit vier Berichten über das Leben von Jesus. Die heißen Evangelien und eins davon heißt Markus-Evangelium. Da im Kapitel 12, die Verse 28 bis 34. Und ich lese dir mal vor. Und es trat zu ihm, also zu Jesus, einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. So, da kamen alle möglichen religiösen Führer vorher zu Jesus und haben versucht, Jesus aufs Glatteis zu führen, ihn zu hinterfragen, ihn irgendwie ein Bein zu stellen mit ihren Fragen, und sie hatten also mit Jesus gestritten, nicht Jesus mit ihnen, sondern sie hatten mit Jesus gestritten und versucht, ihn irgendwie aufs Glatteis zu führen. Jesus hatte sehr, sehr cool geantwortet. So, die ganze Weisheit Gottes ist natürlich in Jesus versammelt, und deswegen, Jesus hatte sehr gut geantwortet, und dann kommt ein anderer, und er hat einen anderen Geist. Ich lese es dir also. Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm: Das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Er ist nur einer, also er meint damit Gott. Gott ist nur einer und kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständlich antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. So ist ein Ende von einer Kette von Gesprächen, die Jesus hat. In Jerusalem, im Tempel, Auseinandersetzung mit religiösen Leitern, die ihm nicht wohlgesonnen waren und die versucht haben, wie gesagt, mit ihren Fragen ihn zu fangen. Und dann kommt diese Begegnung. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit über dieses höchste Gebot gepredigt, aber das sind heute nochmal ein anderer Fokus. Und der erste Punkt, ich möchte drei Punkte sagen zu diesem Text, und ich glaube, dass der Herr zu dir reden möchte. Der erste Punkt heißt: Jesus begegnet Menschen unterschiedlich. Jesus begegnet Menschen unterschiedlich, und das ist etwas, was ich an Jesus absolut liebe. Und vielen Dank, Lukas, für dein Zeugnis. Das ist natürlich ein Hammertag heute. Und es ist eine Geschichte, wie Jesus Menschen begegnet, aber Menschen haben unterschiedliche Hintergründe. Manche haben einen kirchlichen, religiösen Hintergrund. Manche haben einen völlig atheistischen Hintergrund. Es gibt die unterschiedlichsten Hintergründe. Manche kommen aus einer anderen Religion und begegnen Jesus. Und Jesus kennt deinen Hintergrund. Er weiß, wo du herkommst, er weiß, was du mitbringst, er weiß, welche Fragen dich beschäftigen, er weiß, mit welchen Problemen du kommst, mit welchen Nöten du kommst, und er hat immer eine sehr spezielle Antwort. Keine 0815-Antwort, sondern was ich an Jesus liebe, ist, er weiß ganz genau, was du brauchst, und dafür hat er die Antwort. Er weiß entweder die Not, mit der du kommst, und hat dafür die Antwort, weil er hat Kraft, er hat nicht nur Worte, er hat Kraft. Oder er weiß die Antwort auf die Frage, die du hast.
Und wir wollen uns mal ein paar unterschiedliche Menschen anschauen, wie unterschiedlich Jesus Menschen begegnet. Das sind nur ein paar Beispiele. Da gibt es unendlich viele Beispiele. Wir gehen mal ein paar Beispiele durch. Da ist einer namens Zachäus. Und er wird ein Nachfolger von Jesus, weil Jesus zu ihm zu Gast kommt. Völlig überraschend. Jesus läuft mit seinen Jüngern, mit einer großen Menschenmenge durch seinen Heimatort. Und weil er sehr klein war und Jesus nicht sehen konnte, aber er wollte Jesus sehen, steigt Zachäus auf einen Baum. Und er war Zöllner, und Zöllner, das waren Betrüger, und das waren außerdem Leute, die mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet haben. Die waren verhasst, die waren ausgestoßen, die waren am Rand der Gesellschaft. Und er wollte Jesus sehen, und Jesus kommt an ihm vorbei und schaut auf diesen Baum und sieht Zachäus. Und er sieht, was seine Situation ist, und er sagt: Steig herunter von diesem Baum, ich möchte heute bei dir zu Gast sein. So, ohne irgendwas zu sprechen, fragt Jesus ihn, ob er ihn besuchen kann zu Hause, ob er sein Gast sein kann. Und er lädt ihn ein, ist außer sich vor Freude und begegnet dem lebendigen Gott und spricht das richtig vor allen aus, dass er auch sein ganzes Leben in Ordnung bringt und so weiter. So, das war eine Person. Nächste Person, Bartimäus, war blind. Und auch bei ihm ist es so, Jesus kommt mit ganz vielen durch den Ort, an dem er immer am selben Fleck saß und gebettelt hat. Und er hört dann, es ist Jesus, der vorübergeht. Er kannte Jesus noch nicht, aber vielleicht hatte er schon gehört von Jesus. Und er schreit: Jesus, erbarm dich meiner, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und Jesus ruft ihn und er wird geheilt. Er begegnet Jesus, es ist seine erste Begegnung mit Jesus. Ein anderer Mensch hieß Matthäus. Der saß am Zoll, war auch ein Zolleinnehmer. Und Jesus geht vorüber und sieht ihn einfach nur und sagt ihm: Folge mir nach. Und Matthäus lässt alles stehen und liegen, sein ganzes bisheriges Leben, und folgt Jesus nach. Petrus hatte eine ähnliche Begegnung mit Jesus, wo Jesus ihn ruft und wo er auch alles hinter sich lässt, aber er hatte dann etwas später noch eine absolut entscheidende Begegnung mit Jesus, die sein Leben total verändert hat. Und zwar, er war Fischer von Beruf und sie hatten die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und am nächsten Tag begegnet Jesus ihm und sagt ihm: Nehmt das Boot und fahrt noch mal raus, da wo es am tiefsten ist, und werft eure Netze aus. Das war verrückt eigentlich, aber Petrus macht es und er erlebt, wie sie eine Riesenmenge Fische fangen, was wohl ziemlich unsinnig eigentlich von der Tageszeit her ist. Man macht das normalerweise nicht am helllichten Tag, sondern eher nachts oder frühmorgens oder wie auch immer. Ich bin da nicht der Spezialist, aber es war wohl eher unsinnig. Und er erlebt einfach Jesus. Und indem er dieses Wunder erlebt, er hat gehört auf das, was Jesus ihm gesagt hat. Und er erlebt ein Riesenwunder, etwas völlig Übernatürliches. Und in dem Moment erschrickt er völlig, weil er überhaupt erst begreift, wer Jesus eigentlich ist. Er begreift in diesem Moment, dass er vor dem Sohn Gottes steht, vor Gott selber steht. Und er erschrickt so sehr, dass er sagt: Jesus, geh weg von mir, weil ich bin ein Sünder. Er begreift, wer er selber ist. Es ist wie das Licht in sein Leben reinfällt, so ähnlich wie Lukas erzählt hat. Plötzlich ist die Maske weg, plötzlich siehst du erst richtig klar. In dem Moment sieht er, wer Jesus ist, und er sieht, wer er ist. Er sieht seine Sünde. Und Jesus geht nicht weg und schickt Petrus nicht weg, sondern sagt ihm, dass er Pläne mit ihm hat. Es war eine einschneidende Begegnung für Petrus, die sein Leben verändert hat. Die Jünger gemeinsam, die 12 Jünger, die Jesus gerufen hat, die hatten auch mehrere, natürlich ganz viele entscheidende Begegnungen mit Jesus. Aber eine war auch sehr, sehr einschneidend für sie. Jesus hatte gesagt: Wir fahren mit dem Boot über den See. Und sie fahren über den See und es kommt ein heftiger Sturm auf und Jesus schläft im Boot. Und der Sturm wird so heftig, dass das Wasser schon ins Boot kommt und sie wirklich dabei sind zu sinken.
Und dann schreien sie zu Jesus, Jesus, rette uns. Und Jesus steht einfach nur auf und gebietet dem Sturm und den Wellen. Und dann steht da und es wurde eine große Stille. Sturm und Wellen mussten sofort gehorsam sein auf ein Wort von Jesus. Und sie sind entsetzt. Sie hatten schon einiges erlebt mit Jesus, aber diese Begegnung, durch diese Begegnung haben sie nochmal völlig neu verstanden, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Dann lesen wir in der Bibel von einem Mann namens Jairus. Er war Synagogenvorsteher in Kapernaum. Und Kapernaum war der Ort, den Jesus auserwählt hatte als seine Base. Dort. Von dort aus machte er seine Reisen und zog im Norden von Israel umher, um zu predigen. Aber ganz viel war er auch an diesem Ort Kapernaum. Und dieser Synagogenvorsteher Jairus in Kapernaum, der muss miterleben, wie seine Tochter schwer krank, schwerst krank, todkrank wird. Und er macht sich auf, um Jesus um Hilfe zu bitten. Und während er dabei ist, Jesus um Hilfe zu bitten, stirbt seine Tochter zu Hause. So, er hatte sicherlich natürlich einiges schon von Jesus miterlebt, weil da passierte viel in Kapernaum und viele Heilungen, viele Wunder. Vielleicht hat er auch Predigten von Jesus schon gehört. Aber jetzt hat er selber eine Not, eine richtige, richtige Not. Und das hieß schon, sich zu demütigen, wirklich als Synagogenvorsteher zu so einem Reiseprediger zu gehen, der jetzt auch nicht ganz unumstritten war, und zu sagen, ich bitte dich um Hilfe. So, und er bittet Jesus um Hilfe und Jesus erlebt dann mit, dass Jesus seine Bitte erfüllt, dass er mit ihm nach Hause kommt. Und dass er seine Tochter von den Toten auferweckt. Eine entscheidende, einschneidende Begegnung mit Jesus. Andere Menschen erlebten Jesus, wie er einfach viele Menschen heilte. Es gab ganze Abende in Kapernaum, aber auch an anderen Orten, wovon überall her Hunderte, Tausende Menschen kamen und brachten alle mit, die krank waren. Und das bedeutete ja damals was ganz anderes als heute. Es gab keine Krankenhäuser, überhaupt keine medizinische Versorgung, irgendwie nur annähernd, wie wir sie heute haben. Die Leute waren hoffnungslos oft und hilflos mit all ihren Nöten. Und sie kommen, Hunderte oder Tausende, und alles ist voll und einen nach dem anderen heilt Jesus. Und viele andere haben das miterlebt, waren entweder selbst die, die geheilt wurden, oder haben das miterlebt und gesehen. Andere hörten die Predigten von Jesus. So, es war ja so, dass das ziemlich schnell losging, dass man überall von Jesus hörte. Und nicht nur wegen den Heilungen, wegen den Wundern, sondern viele, viele kamen wegen dem Worten von Jesus, wegen seinen Predigten. Und sie kamen von weit her, und das muss man sich vorstellen in der damaligen Zeit. Sie waren zu Fuß unterwegs, sie haben ihre Berufe, ihr Einkommen hinter sich gelassen. Da gab es ja keinen geregelten Urlaub wie heute. Du machst einfach ein paar Tage Urlaub und kriegst weiter dein Gehalt, sondern das hieß auf das Einkommen verzichten und. Und sie waren tagelang bei Jesus. Wir lesen sogar davon, dass sie tagelang bei Jesus waren und nichts zu essen und nichts zu trinken hatten und trotzdem da blieben, Hunderte und Tausende. Und sie hörten seine Worte und sie kamen deswegen, weil seine Worte so eine Power hatten, weil das waren Worte von Gott. Das waren Worte von Gott, eben keine Worte von Menschen, sondern das waren Worte von Gott. Und sie hatten so eine Power, dass Hunderte und Tausende unterschiedlichste Leute, Handwerker, Bauern, Fischer, wer auch immer, sie alle kamen zu Jesus, weil sein Wort so Power hatte. Andere erlebten Wunder mit, die Jesus tat. So zum Beispiel, wie Jesus mit ganz wenig Broten und ganz wenig Fischen 5000 Leute und dann etwas später nochmal 4000 Leute mit Essen versorgte, so dass am Ende sogar noch was übrig blieb. Körbe werden sogar gezählt in der Bibel, wie viele Körbe übrig blieben von dem Brot. Das waren mehr Körbe, als vorher Brot waren. So, sie erlebten das mit und sie hatten einschneidende Begegnung mit Jesus. Und da waren ganz sicher Menschen dabei unter diesen 5000 oder 4000 Menschen, deren Leben verändert wurde durch diese Erfahrung, durch diese Begegnung.
Dann lesen wir von dem Hauptmann, von den Soldaten, von der Gruppe von Soldaten, die Jesus kreuzigten, die also wirklich ihn kreuzigten, ihn Nägel durch die Hände und durch die Füße trieben und ihn und das Kreuz aufrichteten und am Kreuz ihn bewachten und die mit ihm Gekreuzigten bewachten. Und dieser Hauptmann, er erlebt Jesus mit, wie er verspottet wird, wie er und so weiter, wie er sein Kreuz trägt, wie er ans Kreuz geschlagen wird. Und er erlebt mit, was Jesus am Kreuz sagt. Und er erlebt mit, wie plötzlich um 12 Uhr mittags eine Sonnenfinsternis kommt, die bis 15 Uhr geht, was gar nicht geht, normal. So eine lange Sonnenfinsternis gibt es nie, kann es gar nicht geben. Er erlebt diese Sonnenfinsternis mit. Er erlebt mit, als Jesus stirbt, dass es ein Erdbeben gibt. Er erlebt all das drumherum mit und er kommt am Ende, dieser römische Hauptmann kommt am Ende zum Ergebnis und sagt, wahrhaftig, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Dann gibt es die Freunde von einem Gelähmten. Und wenn du damals gelähmt warst, das war einfach richtig krass. Du warst völlig außerhalb der Gesellschaft. Da gibt es die Freunde eines Gelähmten und sie hören von Jesus und sie bringen ihren gelähmten Freund auf einer Trage. Und dann ist so viel los in dem Haus, wo Jesus ist, dass sie überhaupt nicht keine Chance haben, zu Jesus zu kommen, dass Jesus ihn vielleicht heilt. Und sie sind so entschlossen, dass sie auf das Dach steigen und diese Häuser, die waren aus Ziegel und ein bisschen Holz und Lehm und was weiß ich alles. Und sie graben das Dach auf und lassen durch dieses Dach, lassen sie ihren Freund herunter, direkt vor Jesus. Und diese Freunde, sie haben Erwartung und Glaube gehabt, aber sie wussten auch nicht genau, was passiert. Und sie lassen ihren Freund da hinunter und Jesus sieht ihn, Jesus spricht mit ihm, spricht in sein Leben hinein und er heilt ihn und er steht geheilt auf und ist nicht mehr gelähmt, kann gehen. Sie erleben, wie Jesus nicht ihrer eigenen Not begegnet, aber wie sie jemand anders bringen und Jesus heilt ihn. Und auch diese Menschen gibt es zahlreiche im Neuen Testament, die nicht für ihre eigene Not gekommen sind, sondern die jemand anders bringen und erleben, wie Jesus heilt. So, Jesus begegnet Menschen sehr, 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 sehr unterschiedlich. Menschen kommen mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen, sehr unterschiedlichen Nöten und Jesus hat immer die richtige Antwort und macht es nie 0815, sondern begegnet sehr, sehr individuell Menschen. Und so will er das heute auch machen. Er weiß, womit du gekommen bist, er weiß, was dich beschäftigt, er weiß deine Not, er weiß deine Fragen, er weiß, was du brauchst. Manchmal weiß er es auch besser oder er weiß es besser, als wir es selber wissen. Manchmal fängt er an, mit uns über irgendetwas zu sprechen, was für uns überraschend ist, weil wir eigentlich denken, da liegt unser Problem und plötzlich redet Jesus darüber, löst aber damit dann das Problem. Jesus weiß es besser, er weiß, was du brauchst. Und nun schauen wir uns die Geschichte an. Ich lese die Geschichte noch einmal vor, die ich vorher schon vorgelesen habe. Markus 12, Vers 28 bis 34. Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr unser Gott, ist der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. So, in diesem Schriftgelehrten, denn soweit mal der Text, diesem Schriftgelehrten begegnet Jesus nun und er versteht, was diesen Mann beschäftigt. So, er war vorher direkt in Streitgespräche verwickelt. Da kamen lauter religiöse Leiter, ich habe es ja schon gesagt, die sahen vielleicht ganz ähnlich aus wie dieser Schriftgelehrte. Und er war auch so ein Schriftgelehrter. Aber sie kamen mit einer anderen Atmosphäre. Sie wollten Jesus aufs Glatteis führen. Sie wollten ihn in Frage stellen. Sie wollten irgendwas aus seinem Mund kriegen, womit sie ihn dann anklagen könnten. Und. Und er hatte nun ein nach dem anderen solche Gespräche gehabt
und gut geantwortet. Und jetzt kommt dieser Schriftgelehrte. Und er ist anders. Und Jesus sieht sofort und spürt sofort, dass er anders ist. Und dieser Schriftgelehrte kommt mit einer Frage, nicht deswegen, weil er Jesus in Frage stellen möchte. Nicht deswegen, weil er Jesus versuchen möchte, nennt die Bibel das. Er kommt mit einer echten Frage, die ihn wirklich beschäftigt. Jesus, welches ist das höchste Gebot von allen? Was er eigentlich fragt ist, ich sage es mal mit meinen Worten ein bisschen anders formuliert, er sagt, was ist eigentlich das Wichtigste im Leben? Jesus, was ist eigentlich das Wichtigste im Leben? Worum geht es wirklich? So heißt auch die Predigt, das Wichtigste im Leben. So, du musst verstehen, er kam aus jüdischer Tradition. In jüdischer Tradition hat man später gesagt, dass es in der Tora, in den fünf Büchern Mose, 613 sogenannte Mitzvot gibt, 613 Gebote. Man hat es nochmal unterschiedlich gezählt, aufgeteilt, 365 Verbote und 248 Gebote. Also die 10 Gebote kennst du vielleicht, die sind ein Teil davon. Aber insgesamt hat man gezählt und hat gesagt, es gibt 613 Mitzvot, 365 Verbote, 248 Gebote. So, das war der Hintergrund, von dem auch dieser Schriftgelehrte kam. Und manchmal ist es so, dass man auch ein bisschen den Überblick verlieren kann. Und in seinem religiösen Hintergrund, da gab es ganz vieles, was vielen Leuten unglaublich wichtig war und woran sie sich gewöhnt hatten. War wichtig, darauf zu achten, war wichtig, darauf zu achten. Und ganz wichtig war der ganze Tempeldienst und was man alles am Tempel opfert und macht und. Und ich weiß nicht, wie oft irgendjemand mal dort gesagt hat, hey, übrigens, es gibt eins, was noch über allem anderen steht, nämlich, dass wir Gott lieben und dass wir den Nächsten lieben. So, man kann manchmal, auch wenn man so religiös ist, den Überblick verlieren, was wirklich wichtig ist. Und Jesus hatte gerade lauter Streitgespräche mit Leuten, die irgendwie den Überblick verloren hatten, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und dieser Schriftgelehrte kommt und fragt, Jesus, worum geht es eigentlich wirklich im Leben? Und seine Frage ist so echt, und das hat Jesus auch gleich gemerkt. Manchmal kommen Leute und stellen eine Frage und sagen, wow, cool, jetzt habe ich was Neues verstanden wieder. Er stellt eine Frage, und diese Frage ist so ernst gemeint, dass sie auch heißen kann, dass sein Leben sich ändert, je nachdem, welche Antwort Jesus jetzt gibt. Das ist ein Unterschied. Wir können Fragen stellen und sagen, wow, jetzt habe ich was dazugelernt. Und wir können Fragen stellen, die wir so ernst meinen, dass wir sagen, okay, Jesus, ich will es wirklich wissen. Und je nachdem, wie du antwortest, ändere ich mein Leben. Und er kommt mit einer Frage, die für ihn wirklich die Frage ist, was ist das Wichtigste von allem? Ich bin aufgewachsen mit einem religiösen Hintergrund, so ähnlich wie Lukas, wo 613 Gebote gibt, 365 Verbote und 248 Gebote und alles ist wichtig. Und worum geht es eigentlich wirklich? Und der Unterschied ist gleich zu sehen, wie Jesus mit ihm umgeht. Vorher auf diese spöttischen, kritischen Fragen und so weiter, da hat er entweder mit Gegenfragen geantwortet, sodass sie nichts mehr sagen konnten, oder er hat sofort es direkt beim Namen genannt, ihr wollt mich doch eigentlich nur versuchen. Ihr Heuchler, ihr kommt ja gar nicht mit echten Fragen, ihr wollt mich ja nur auf die Probe stellen. Und diesem Schriftgelehrten, dem antwortet Jesus ganz anders, weil er sofort merkt, der will was ganz anderes. Er meint es ganz anders. Und Jesus gibt ihm gleich eine echte Antwort. Und das ist der zweite Punkt, das Wichtigste im Leben. Das Wichtigste im Leben. Ich lese es dir nochmal, Markus 12, Vers 28 bis 31 erstmal. Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein.
Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und es ist kein anderes Gebot größer als diese. So, was mich völlig begeistert daran, wenn du ein bisschen die Bibel kennst, ist dir diese Antwort völlig selbstverständlich. Da bist du völlig gewöhnt an diese Antwort. Du weißt genau, was Jesus geantwortet hat auf diese Frage. Wenn du sie vielleicht noch nicht so gut kennst, dann ist es vielleicht neu jetzt für dich. Aber für die allermeisten hier im Raum würde ich sagen, du weißt, was Jesus geantwortet hat auf diese Frage. Und deswegen, manchmal müssen wir so ein bisschen Abstand nehmen, um erstmal zu erfassen, wie besonders das ist, was Jesus hier antwortet. So was herrlich ist und was völlig besonders ist, Jesus hat eine Antwort auf die Frage. Das muss man erstmal wahrnehmen. Jesus hat eine ganz klare Antwort auf die Frage. Und das müssen wir wahrnehmen, wie besonders das ist, auf dem Hintergrund anderer Religionen und auf dem Hintergrund anderer esoterischer Angebote, die es gibt. Weil die sind alle so wie der Hintergrund von diesem Mann, dass du einen Haufen von Ratschlägen und von Weisheiten und was weiß ich alles angeboten bekommst, aber dass die meisten diese Frage nicht beantworten könnten, was ist eigentlich das Wichtigste? Was ist eigentlich das Wichtigste? Das sind ganze Bücher voll von Ratschlägen, von religiösen Sprüchen, von angeblichen Weisheiten, von Empfehlungen, von Geboten, von Verboten. Du kannst sie in allen Religionen finden, du kannst sie in allen esoterischen Angeboten finden. Aber die meisten hätten ein Problem damit, die Frage klar zu beantworten, was ist eigentlich das Wichtigste? Und Jesus hat kein Problem damit. Er kann das ganz klar beantworten. Der lebendige Gott kann das ganz klar beantworten, was das Wichtigste in unserem Leben ist. Er kann es in einem Satz oder besser gesagt zwei Sätzen hier beantworten. Oft wird diese Frage überhaupt nicht beantwortet. So manche kommen aus unterschiedlichem Hintergrund und du hast hier und da gesucht und oft wird diese Frage überhaupt nicht beantwortet. Jesus hat eine klare Antwort. Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen ist das Wichtigste im Leben überhaupt. Darum geht's. Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen. So, Liebe ist der zentralste Maßstab im Reich Gottes. Wenn du wissen willst, worum es geht eigentlich in deinem Leben, womit du dich beschäftigen solltest, was eigentlich dein Fokus sein sollte, wenn du irgendwie auf der göttlichen Linie sein willst, womit dein Leben sinnvoll oder sinnlos wird, das alles entscheidet sich an der Frage der Liebe. Das ist das Wichtigste, sagt Jesus. Das ist das Zentralste. Darum geht's. Und damit sagt er auch ganz klar, worum es nicht als allererstes in unserem Leben geht. Es geht nicht als allererstes um Karriere. Es geht nicht als allererstes um Erfolg. Es geht nicht als allererstes um Macht. Es geht nicht als allererstes um Geld oder Wohlstand. Es geht nicht als allererstes um Liebesbeziehungen, um Glück, um Reisen, Familie oder irgendwas. Sondern das Wichtigste ist, dass wir Gott lieben. Und unsere Nächsten, die Menschen um uns herum leben. Das ist die zentralste Frage unseres Lebens. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch die zentralste Frage sein, die Jesus uns stellen wird, wenn wir vor seinem Thron ankommen, wenn dein Leben oder mein Leben zu Ende ist und wir stehen vor Gott. Dann wird die erste Frage sein, wie viel haben wir geliebt? Nicht als erstes, natürlich als erstes, wird sein, hast du dein Leben überhaupt für Gott geöffnet oder nicht? Hast du Jesus in dein Leben eingeladen? Bist du Christ geworden in deinem Leben? Das ist die entscheidendste Frage, aber direkt danach, und eigentlich ist das Hand in Hand, eigentlich ist das dieselbe Frage. Die Frage, hast du Gott geliebt und hast du deinen Nächsten, die Menschen um dich herum geliebt? Wie viel hast du Gott geliebt und wie viel hast du die Menschen um dich herum geliebt? Die Frage wird nicht sein, wie viel hast du für Gott gemacht? Die kommt dann auch irgendwann und Gott sieht das alles, was du für Gott tust. Die Bibel sagt, wir werden allen Lohn dafür bekommen, für all das, was wir für Gott tun. Aber die entscheidende Frage ist auch bei allem, was wir für Gott tun, ob wir es aus Liebe tun. Liebe ist der Maßstab, an dem unser Leben gemessen wird. Liebe ist das Zentrum, der Fokus. Der ganze Fokus Gottes. Und deswegen kann Gott auch so klar antworten,
Der ganze Fokus ist Liebe. Das heißt, Gott kann uns ganz, ganz viel sagen. Er hat ganz viel zu sagen. Wenn du eine Bibel gerade in deiner Hand hast, kannst du dir mal zuschlagen eben und mal schauen, wie dick sie ist, was Gott uns alles zu sagen hat. Und gleichzeitig kann er ganz knapp zusammenfassen, worum es wirklich geht. Und das finde ich herrlich. Vor vielen, vielen Jahren, das ist wahrscheinlich 20 Jahre her oder sowas, da hatte ich mal einen Termin beim Manager von den Promenaden im Hauptbahnhof. Wir wollten, glaube ich, mal Räume mieten dort für eine Veranstaltung oder sowas. Und dann haben wir aber so am Anfang vom Gespräch, und dann sagte er so einfach beiläufig, sagte er, übrigens, unser Motto ist hell, sauber, sicher. Und das hat mich richtig getroffen und irgendwie begeistert, dass ich dachte, wow, das so knapp zusammengefasst kann er sagen, worum es ihnen geht. Und bis heute siehst du, dass, wie das umgesetzt wird im Bahnhof, in den Promenaden. Hell, sauber, sicher ist ihr Motto. Hell, sauber, sicher. Und ich dachte, wow, cool. Aber das ist nur das Motto für ein Einkaufszentrum. Jesus schafft es, in zwei Sätzen zusammenzufassen, was das Wichtigste für unser ganzes Leben ist. Er kann diese Frage beantworten. Und das ist eine starke Frage, die dieser Mensch stellt, die diese Schriftgelehrte stellt. Das ist übrigens ein hoher Wert im Judentum. Und ich glaube, dass das auch bei Gott ein hoher Wert ist, die richtigen Fragen im Leben zu stellen. Und dieser Mensch schafft es, die wichtigste Frage, er steht einen Moment, steht er vor Jesus und diesen Moment, den nutzt er. Diese Begegnung, die nutzt er und stellt die wichtigste Frage, die beste Frage, die er in diesem Moment stellen kann. Wow, was für eine klare Orientierung gibt uns Jesus. Nimm das mal wahr, auch wenn du bisher diese Bibelstelle schon kennst und genau weißt, was Jesus antwortet. Wow, was ist das herrlich, dass wir so klare Orientierung haben. Du kannst das mit zwei Sätzen, kannst du das wiederholen und kannst sagen, was das Wichtigste im Leben ist. Wie viele Menschen können nicht sagen, was das Wichtigste im Leben ist? Wie viele Menschen werden getrieben von allem Möglichen und ihr Leben ist ein Auf und Ab und sie können genau diese Frage nicht beantworten. Was ist eigentlich das Wichtigste im Leben? Worauf kommt es eigentlich an? Du kannst diese Frage beantworten. Und du musst dich natürlich selber der Frage stellen, ob du Ja gesagt hast dazu und das in dein Leben aufgenommen hast. Und das ist eben die erstaunliche Reaktion dieses Schriftgelehrten. Das ist jetzt der dritte Punkt, die Reaktion. Und jetzt lese ich dir nicht nochmal den ganzen Text, ich lese dir ab Vers 32. So, du weißt schon, was bis dahin passiert ist. Dieser Schriftgelehrte kommt und er fragt Jesus, was ist denn das höchste Gebot von allen? Und Jesus antwortet ihm, das höchste Gebot ist das, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, ihn alleine lieben und das andere, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann ab Vers 32 steht da, und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Und hör genau zu, was er sagt. Er kam mit einer wirklichen Frage. Und hier im Text steht nicht, ob ihm schon klar war, was Jesus antwortet und was sozusagen die richtige Antwort ist. Er kam mit einer wirklichen Frage. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Er ist nur einer und kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. So, die Antwort von diesem Schriftgelehrten, die ist erstaunlich. Und das Erste, was erstaunlich ist, er lässt sich von Jesus belehren. Er hat wirklich eine Frage gestellt, er hört die Antwort von Jesus und er wiederholt die ganze Antwort erstmal. Und nimmt die Antwort von Jesus an. Und das ist nicht selbstverständlich. Er nimmt die Antwort von Jesus an. Er lässt sich von Jesus belehren. So, er kam eben nicht, um Jesus zu hinterfragen, sondern er kam, weil er wirklich eine Frage hatte und er nimmt die Antwort von Jesus. Er wiederholt, was Jesus gesagt hat und dann am Ende fügt er aber noch was dazu, was Jesus nicht gesagt hat. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein größeres Gebot als dieser, hat Jesus gesagt, über Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Schriftgelehrte sagt, Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Dann wiederholt er erst alles, was Jesus gesagt hat. Und dann sagt er, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer.
So, er kam von einem Hintergrund, wo der Tempeldienst und alles, was im Tempel passierte, war eigentlich das Wichtigste überhaupt. Und dort passierten eben diese Opfer, Brandopfer und Schlachtopfer. Und das war das Zentrum von allem, da ging alles drum. Und aus diesem Hintergrund kommt er und Jesus beantwortet seine Frage. Und es ist gleichzeitig eine Antwort, die ihn herausfordert. So, die Pharisäer und Sadduzäer vorher, die kamen, um Jesus in Frage zu stellen. Und Jesus gibt ihm eine Antwort, die eigentlich seinen Hintergrund in Frage stellt. Und dieser Schriftgelehrte unterscheidet sich. Er ist bereit, sein Leben, seine Gewohnheiten, seinen Lebensstil in Frage stellen zu lassen und zu sagen, das heißt nicht, das ist schlecht, aber das heißt nicht, das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist Gott lieben und den Nächsten lieben. Er ist bereit, sich verändern zu lassen. So, vielleicht ist das für dich erstmal fremd, dich reinzudenken in den Hintergrund von diesem Schriftgelehrten. Ich habe deswegen am Anfang gesagt, es gibt so unterschiedliche Menschen. Jeder hat eine eigene Lebensgeschichte, jeder hat einen eigenen Hintergrund und Jesus begegnet jedem anders. Und vielleicht bist du hier und du kommst überhaupt nicht aus einem religiösen Hintergrund, sondern ganz anders. Ein ganz atheistischer Hintergrund, wie ganz viele Menschen hier um uns herum. Die allermeisten Menschen um uns herum haben ja einen völlig atheistischen Hintergrund und keine Ahnung von der Bibel und keine Ahnung von Jesus und so weiter. Vielleicht kommst du aus einem anderen religiösen Hintergrund. Vielleicht geht es bei dir um ganz andere Fragen. Aber die entscheidende Frage ist doch dabei, wie nimmst du die Antwort von Jesus? Und vielleicht kommst du auch aus einem ganz anderen Hintergrund, wo ganz andere Dinge gesagt werden. So bei diesem Schriftgelehrten, da ging es die ganze Zeit um den Tempel, da ging es die ganze Zeit um die Opfer, das war das Wichtigste. So war die Entwicklung. Vielleicht ist bei dir, dass über ganz andere Dinge geredet wird, was alles das Wichtigste ist. Vielleicht ist dein Freundeskreis, deine Familie, vielleicht wird da eben geredet. Wow, Karriere, das ist doch das Wichtigste. Oder Erfolg. Oder Macht ist das Wichtigste. Oder Geld ist das Wichtigste. Oder Liebesbeziehung ist das Wichtigste. Hauptsache, du heiratest. Glück ist das Wichtigste. Reisen ist das Wichtigste. Familie ist das Wichtigste. Dass man sich selbst verwirklicht, ist das Wichtigste. Als ich mit dem Fahrrad hierher gefahren bin, vorhin habe ich ein Plakat gesehen von Udo Lindenberg. Mach dein Ding. Ich sage jetzt nichts dazu, ist keine Einladung zu Udo Lindenberg. Sich selbst verwirklichen. Natürlich. Was gibt es alles, was Leute um uns herum sagen, was wichtig ist? Was wäre denn das Wichtigste im Leben? Da gibt es tausend Antworten und vielleicht ist dein Freundeskreis von bestimmten Antworten geprägt. Und vielleicht beschäftigt dich aber die Frage, was ist wirklich wichtig? Und du kommst, vielleicht bist du auch heute hergekommen mit dieser Frage, Jesus, was ist denn wirklich das Wichtigste im Leben? Und ich würde dich sehr beglückwünschen, wenn du diese Frage genauso stellst wie dieser Schriftgelehrte, nämlich mit der Bereitschaft, je nachdem, welche Antwort Jesus gibt, dass diese Antwort dein Leben verändern darf. Als er hört, dass Jesus nicht sagt, hey, der Tempel und der Tempeldienst und die Opfer ist das Wichtigste, sondern als er hört, dass Jesus sagt, Gott lieben mit ganzem Herzen, den Nächsten lieben wie dich selbst, das ist das Wichtigste, da sagt er sofort, ja, das ist das Wichtigste und das ist wichtiger als Brandopfer und Schlachtopfer. Das ist wichtiger als der Hintergrund, aus dem ich komme. Und vielleicht kommst du aus dem Hintergrund, wo immer gesagt wurde, Karriere wäre das Wichtigste, heiraten wäre das Wichtigste, Geld wäre das Wichtigste, reisen oder sein Ding machen oder sich selbst verwirklichen, alles das wäre das Wichtigste. Und Jesus sagt, und vielleicht bist du hier mit der Frage, Jesus, was ist das Wichtigste, worum geht es wirklich? Und Jesus sagt, weißt du, Gott lieben mit allem, was du hast und deinen nächsten Menschen lieben wie dich selbst, das ist das Wichtigste. Und ich würde dir wünschen, dass du es schaffst, genauso zu antworten wie der Schriftgelehrte und dass du sagst, ja, das ist das Wichtigste und nicht das.
Das ist das Wichtigste. Und deswegen werde ich jetzt mein Leben ändern. Und dann kriegt er eine Antwort von Jesus. Vers 34, als aber Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. So ein Satz aus dem Mund von Jesus ist ein hammerstarker Satz. Wenn Jesus sagt, hey, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Die anderen, mit denen er vorher gesprochen hatte, die waren völlig religiös drauf, aber sie waren ganz fern vom lebendigen Gott. Sie waren ganz fern vom Reich Gottes. So, aber dieser Schriftgelehrte, er ließ sich belehren. Er kam mit der Bereitschaft, eine wirkliche Antwort von Jesus zu bekommen. Eine Antwort, die ihn auch herausfordert. Eine Antwort, die ihn verändern darf. Und er ließ sein Leben von Jesus in Frage stellen. Und seine Antwort, die er von Jesus bekommt, ist, du bist nicht fern vom Reich Gottes. So was bedeutet das? Ich glaube, dass das bedeutet, dass Jesus sagt, hey, du stehst eigentlich direkt davor. Du hast wirklich, wirklich viel verstanden. Du warst auch bereit, diese Antwort anzunehmen in deinem Herzen und Prioritäten zu klären in deinem Leben. Und trotzdem steckt ja auch drin, dass wenn Jesus sagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes, dann sagt er ihm ja gleichzeitig auch, du bist aber noch nicht drin. Du stehst noch davor. Und jetzt ist eben die entscheidende Frage, was macht er jetzt? Das berichtet uns die Bibel nicht mehr, aber ich gebe dir diese Frage. Vielleicht sagst du auch, ja, wow, habe ich verstanden. Ist echt cool. Ich habe wirklich was Wichtiges, Neues hier verstanden im Gottesdienst. Dann würde Jesus, wenn das aber dein Leben nicht verändert, dann würde Jesus genau dasselbe zu dir sagen. Du bist nicht fern vom Reich Gottes, aber noch nicht drin. Es ist noch was anderes zu sagen, okay, und jetzt nehme ich diese Antwort von Jesus und ich lade Jesus in mein Leben ein. Und ich lade ihn ein als mein Gott, als mein Retter, als mein König, als mein Freund. Ich gebe ihm mein Leben. Das ist eigentlich die Verwirklichung von diesem ersten Gebot. Du sollst deinen Gott lieben mit ganzem Herzen. Das ist dann das Umzusetzen, nicht einfach nur zu sagen, ich habe was Neues verstanden, sondern es zu nehmen und es zu tun. Und zu sagen, ich gebe Gott den ersten Platz in meinem Leben. Ich gebe ihm meine ganze Liebe. Und genauso arbeite ich daran, andere Menschen zu lieben. Die Bibel spricht davon, dass wir Liebe üben können. Und das sagt sie öfter in der Bibel. Kriegen wir öfter diese Anweisung. Übrigens kannst du das ganz wunderbar in der Gemeinde üben. Deine Nächsten zu lieben. Hier ist dein Übungsfeld. Herzlich willkommen in der Gemeinde. Hier kannst du Liebe üben. Und der Heilige Geist wird dich verändern und dir Liebe geben zu Menschen, aber wird dich auch trainieren und an dir arbeiten. Aber die entscheidende Frage ist, was machst du mit dieser Antwort von Jesus? Er hat eine klare Ansage gemacht. Er hat diesem Schriftgelehrten eine klare Ansage gemacht, aber diese Antwort gilt für uns alle gleich. Sie gilt auch für dich. Vielleicht bist du mit der Frage hergekommen, warum geht es eigentlich wirklich im Leben? Und Jesus macht eine klare Aussage. Wenn du nur mit einem neuen Verständnis rausgehst, hast du nicht erfasst, worum es wirklich geht. Und dann bist du zwar nahe am Reich Gottes, aber noch nicht drin. Du machst alles richtig und bist ganz im grünen Bereich, wenn du diese Antwort von Jesus nimmst und sagst, so, jetzt lade ich Gott in mein Leben ein und ich will sein Kind werden und ich will ihm nachfolgen. Ich mache es wie diese Vorbilder, von denen ich erzählt habe, die Jesus gerufen hat und sie haben alles verlassen und sie sind Jesus nachgefolgt. Und so rufe ich dich und ich lade dich ein, dass wir mal zusammen aufstehen und dass die Band mal nach vorne kommt, sodass wir beten können zusammen. Und ich möchte dich als erstes einfach fragen, vielleicht bist du hier und aus welchem Hintergrund auch immer würde Jesus von dir sagen, du bist zwar nicht fern vom Reich Gottes, aber du bist noch nicht drin. Vielleicht bist du hier und kommst aus einem religiösen Hintergrund, wie die Geschichte von Lukas war, wie die Geschichte des Schriftgelehrten. Vielleicht kommst du aus ganz anderem Hintergrund und bist einfach noch kein Christ. Christ wird man dadurch, dass man sein Herz ganz bewusst für Jesus öffnet und ihn einlädt mit einem eigenen Gebet. Ein eigenes, ernst gemeintes Gebet. Du hast vorhin in diesem Zeugnis von Lukas gehört,
wie er einen Gottesdienst hat, der sein Leben für immer verändert hat, aber wie er voll ganz unspektakulär ein Gebet gebetet hat. Jesus, ich gebe dir meine ganze Fassade. Manchmal ist es eben genau das, was den Unterschied macht. Unser eigenes Gebet. Ein Gebet, ein Gebet, ein ernst gemeintes Gebet bringt dich in das Reich Gottes. Und vielleicht bist du mit Fragen hergekommen, mit Nöten, aber vielleicht auch wirklich mit Fragen. Vielleicht war es so ähnlich, wie es bei dem Schriftgelehrten war. Hast du gesagt, innerlich eine Frage war, worum geht es eigentlich in meinem Leben? Wofür lebe ich eigentlich? Was ist das Wichtigste? Und Jesus gibt eine klare Antwort. Aber indem du diese Antwort weißt, hast du sie noch nicht getan. Die Antwort ist, die richtige Antwort ist, du hast die Antwort gehört, du weißt jetzt, was wirklich wichtig ist. Und die wirkliche Antwort ist, dass du es tust. Und es beginnt damit, dass du Gott einlädst in dein Leben und ihm diesen Platz gibst. Der Platz über allen anderen. Der erste Platz in deinem Leben. Der Platz, dass du ihn liebst mit ganzem Herzen. Erst dann tust du diese Antwort wirklich. Und ich möchte mal alle einladen, dass wir unsere Augen schließen. Und ich möchte dich fragen, wenn du hier bist und du weißt, du bist irgendwie noch nicht drin im Reich Gottes. Du weißt, du bist entweder hierher gekommen und du kanntest Jesus sowieso gar nicht. Und du möchtest Christ werden und Kind Gottes werden. Es ist ganz leicht, dass diese Tür vor dir heute aufgeht. Und durch diese Tür kannst du gehen und Kind Gottes werden. Du musst es mit deinen eigenen Worten zu Jesus beten und ihn einladen. Aber vielleicht bist du auch hier aus religiösem Hintergrund und hast vielleicht viel, viel schon erlebt. Kennst viel aus der Bibel. Hast viel gemacht schon. Aber vielleicht ist deine Geschichte ähnlich wie bei Lukas. Dass da Fassaden sind und dass Jesus sagen würde, du bist nicht fern, aber du bist auch nicht drin im Reich Gottes. Und ich möchte fragen, ist jemand, der heute sagt, ich möchte reinkommen ins Reich Gottes? Ich möchte heute Kind Gottes werden. Ich möchte Christ werden. Ich möchte, dass Gott in mein Leben kommt. Ich möchte nicht mehr Fragen von ihm beantwortet haben, sondern ich möchte ihn in meinem Leben haben. Und ich möchte ihn lieben mit meinem ganzen Herzen. Ich nehme diese Antwort von Jesus und mache das zur Priorität meines Lebens. So ist jemand da, der heute Christ werden möchte? Würdest du dich melden an deinem Platz, um einfach Gott zu sagen, hier bin ich. Ich möchte heute Kind Gottes werden. Ich möchte heute in das Reich Gottes hineinkommen. Ich möchte durch die Tür gehen zum Vater im Himmel. Ich möchte, dass er in mein Leben hineinkommt, mein Leben neu macht, mich zu seinem Kind macht. Wenn du das erlebt hast, dann weißt du, dass du das erlebt hast. Wenn du Kind Gottes bist, dann weißt du, dass du Kind Gottes bist, weil du Gott erlebst, weil du seine Stimme hörst. Und wenn du das noch nicht bist, dann ruf dich Jesus in sein Reich. Bleib nicht direkt davor stehen. Bleib nicht vor der Tür stehen, sondern geh rein. Jesus möchte, dass du reinkommst. Willst du dich melden, wenn du sagst, ich bin hier und ich möchte heute Christ werden, ich möchte durch diese Tür zum Vater gehen. Ich möchte Kind Gottes werden. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du sagst, oh, ich muss meinen religiösen Hintergrund hinter mir lassen und den lebendigen Gott wirklich mal in mein Leben einladen. Ist jemand da, der das möchte? Vielen Dank für die Meldung. Ist noch jemand da? Jesus sieht dich, wenn du dich meldest und er hört auf deine Worte. Wir wollen einfach gleich zusammen beten und Jesus einladen. So dass du es zu deinem eigenen Gebet machen kannst. Ist noch jemand da, der heute Christ werden möchte? Ich möchte es dir einfach anbeten und dich rufen. Vielen Dank für die Meldung. Noch jemand? Vielen Dank für eure Meldung. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt einfach gemeinsam laut beten. Viele, wenn sie Christen werden und wollen beten, wollen Jesus einladen, wissen gar nicht, wie betet man eigentlich. Und deswegen wollen wir dir helfen, wollen dir ein Gebet vorbeten. Und wir beten das alle laut, aber bete es selber laut nach, dass du es zu deinem eigenen Gebet machst. Dass es deine Worte sind, die zu Jesus kommen. Es ist dein Gebet, was die Tür vor dir öffnet. Und ich lade dich ein, dass wir zusammen beten. Jesus, danke für deine Liebe zu mir. Danke für deine Liebe zu mir.
Danke, dass du mich kennst. Danke, dass du mich kennst. Wie kein anderer. Wie kein anderer. Danke, dass du mich besser kennst, als ich mich selber kenne. Danke, dass du mich besser kennst, als ich mich selber kenne. Und dass du genau weißt, was ich brauche. Und dass du genau weißt, was ich brauche. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dass du alle Antworten hast. Dass du alle Antworten hast. Und dass du alle Kraft hast. Dass du alle Kraft hast. Um mein Leben komplett zu verändern. Um mein Leben komplett zu verändern. Und danke für deine Antwort heute. Danke für deine Antwort heute. Danke, dass du mir so klar sagen kannst. Danke, dass du mir so klar sagen kannst. Worum es wirklich geht. Worum es wirklich geht. Danke, dass du alle Fragen beantworten kannst. Danke, dass du alle Fragen beantworten kannst. Und ich nehme dein Wort. Und ich nehme dein Wort. Dass es das Wichtigste ist, Gott zu lieben. Dass es das Wichtigste ist, Gott zu lieben. Und ich möchte nicht vor der Tür stehen bleiben. Und ich möchte nicht vor der Tür stehen bleiben. Sondern ich möchte durch diese Tür heute gehen. Sondern ich möchte durch diese Tür heute gehen. Und ich lade dich ein, Jesus. Und ich lade dich ein, Jesus. Ich will heute dein Kind werden. Ich will heute dein Kind werden. Ich lade dich ein, dass du in mein Leben hineinkommst. Ich lade dich ein, dass du in mein Leben hineinkommst. Und dass du mein Leben komplett neu machst. Mein Leben komplett neu machst. Und ich gebe dir diesen ersten Platz in meinem Leben. Und ich gebe dir diesen ersten Platz in meinem Leben. Ich will dich lieben über alles andere. Ich will dich lieben über alles andere. Und genauso all die Menschen um mich herum lieben wie mich selbst. Und genauso alle Menschen um mich herum sie lieben wie dich selbst. Ich lade dich ein. Ich lade dich ein. Bitte vergib mir meine Sünde und Schuld. Bitte vergib mir meine Sünde und Schuld. Und bitte gib mir ein neues Leben. Bitte gib mir neues Leben. Mach mich heute zu deinem Kind. Mach mich heute zu deinem bitte Kind. Bitte gib mir dein ewiges Leben. Bitte gib mir dein ewiges Leben. Und bitte nimm mich an der Hand. Bitte nimm mich an der Hand. Und lass mich nie wieder los. Und lass mich nie wieder los. Heiliger Geist, wir begrüßen dich jetzt einfach über jeden, der das gerade zum ersten Mal oder ganz neu ernsthaft gebetet hat hier in diesem Raum. Und wir begrüßen dich und laden dich ein mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit, mit deinem Wunder, mit deiner Antwort auf dieses Gebet. Es ist ein Wunder, wenn ein Mensch Kind Gottes wird. Und wir laden dich ein, dass du dieses Wunder tust und dass du diese Antwort jetzt gibst. Mit ganz neuem Frieden kommst, mit deiner Gegenwart kommst und Menschen einfach gerade hier zu deinen Kindern machst. Dass du nicht mehr sagen würdest, du bist nicht fern vom Reich Gottes, sondern dass du sagen würdest, Jesus, du bist jetzt im Reich Gottes. Du bist jetzt ein Kind Gottes geworden. Danke, Jesus. Und ihr euch gerade gemeldet habt, ich werde gleich noch eine andere Weise ins Gebet führen. Und dann am Abschluss des Gottesdienstes werden wir hier nach vorne rufen zum persönlichen Gebet. Ich lade dich jetzt schon ein. Bitte komm dann nachher auch nach vorne, dass wir persönlich mit dir beten können und dir auch noch ein paar wichtige Dinge sagen können, was die nächsten Schritte sind als Christ. Und ich möchte dich schon ganz dick und kräftig und herzlich einladen hier in die Gemeinde. So, herzlich willkommen beim lebendigen Gott. Und herzlich willkommen in der Gemeinde. Wenn du Kind Gottes wirst, dann bekommst du auch immer gleich noch ein gratis Geschenk dazu, nämlich eine ganz neue Familie, eine Gemeinde, eine herrliche Gemeinde. Und herzlich willkommen. Und ich möchte dich auch genauso noch ins Gebet führen, wenn du hier bist und du bist Christ. Vielleicht erst seit ein paar Tagen oder Wochen, vielleicht aber auch schon seit Monaten, seit Jahren oder Jahrzehnten. Und ich möchte dich fragen, lässt du dich genauso belehren von Jesus wie dieser Schriftgelehrte? Bringst du genauso Fragen zu Jesus? Mit der Konsequenz, je nachdem wie Jesus antwortet, ändert sich dann auch alles in deinem Leben. Hörst du genauso auf seine Stimme wie dieser Schriftgelehrte? Dieser Schriftgelehrte kam mit seinem ganzen Hintergrund. Und als Jesus diese Antwort gibt, sagt er, ja, du hast richtig geantwortet, Jesus. Das, was du gesagt hast, ist wichtiger als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Ist wichtiger als der ganze Tempeldienst, als mein ganzer religiöser Hintergrund, aus dem ich komme. Das, was du gesagt hast, ist wichtiger. Und das ändert mein Leben. Und ich möchte dich fragen, diese Haltung darf sich nie ändern. Auch wenn du 20, 30, 40 Jahre Christ bist, wenn Jesus ein Wort sagt,
darf es immer noch alles verändern in deinem Leben. Und wenn du Jesus Fragen bringst und er gibt eine Antwort, darf diese Antwort alles ändern in deinem Leben. Und ich lade dich ein, dass du persönlich einfach mit Jesus sprichst und ihm antwortest. Und ich gebe dir genauso auch nochmal die Antwort, die Jesus gibt. Jesus sagt, das Wichtigste im Leben ist, dass du Gott liebst von ganzem Herzen, von ganzer Kraft. Ihn alleine liebst, dass er den ersten Platz in deinem Leben hat. Und das Zweite ist dem gleich, dass du den Nächsten liebst wie dich selbst. Jesus sagt, der ganze Fokus, alles, worum es geht im Reich Gottes, ist Liebe. Das Maß, nach dem wir gemessen werden, auch alles gemessen wird, was wir für Jesus tun, alles, das Maß ist Liebe. Die Hauptfrage, die Gott uns stellen wird, wenn wir vor ihm stehen, vor seinem Thron, ist, wie viel hast du geliebt? Wie viel haben wir Gott geliebt und wie viel haben wir Menschen geliebt? Und ich möchte dich fragen, ist das auch für dich das Wichtigste? Ist das auch für dich der Fokus deines Lebens? Oder gibt es andere Dinge, die dir ganz wichtiger sind? Vielleicht ist es sogar dein Dienst in der Gemeinde, der dir wichtiger ist als Liebe. Das ist eigentlich kein Gegensatz. Und trotzdem, bei allem, was wir dienen im Reich Gottes, ist immer die Frage, ob wir es aus Liebe tun. Liebst du Gott über alles andere und liebst du deine Menschen um dich herum, die Mitmenschen um dich herum, und arbeitest du an dieser Liebe und lässt Gott an dir arbeiten an dieser Liebe, übst du Liebe, dich zu verändern, immer mehr zu lieben? Ich gebe dir diese beiden Fragen. Ist deine Haltung noch so, dass Jesus mit einem Satz dein Leben verändern darf? Und ist der Fokus deines Lebens die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen? Und jetzt lade ich dich ein, dass du persönlich an deinem Platz zu Jesus betest und ihm eine Antwort gibst auf dieses Wort, auf dieses wunderbare Vorbild, dieses Schriftgelehrten, auf die Antwort, die Jesus gibt. Das ist das Wort Gottes und es ist immer gut, wenn wir antworten auf das Wort Gottes. So gib Jesus eine Antwort.